Ja, hallo Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video. Das ist das erste Video jetzt aus meiner ersten eigenen Wohnung. Und hier habe ich mir auch ein kleines Bastelzimmer eingerichtet. Es ist noch nicht ganz fertig, wie ihr, glaube ich, da hinten sehen könnt. Muss noch alles Mögliche sortiert und weggeschmissen werden. Ja. Aber jetzt geht es erstmal zum Video. Wie ihr im Titel vielleicht gesehen habt, habe ich mir was bestellt. Und zwar einen 3D-Drucker. Ein 3D-Drucker-Kit. Wie auch immer. Ein Anet A6. Oder Anet A6. Ich habe schon einmal kurz was dazu gesagt. Ich habe schon seit längerer Zeit immer gedacht, ein 3D-Drucker wäre schon cool. So die Sachen, die Ideen, die man hat, selbst ausdrucken zu können. Und dann irgendwann habe ich dazu Videos gesehen, zu den Anet-Druckern. Und dann dachte ich mir so, ach komm, machst du mal. Habe ich den bestellt und ja, nach circa 10, 12 Tagen, vielleicht 13, ist der angekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachgucken. Und den wollen wir jetzt in diesem Video unboxen. Und ich werde euch höchstwahrscheinlich, steht noch nicht ganz fest, durch alle möglichen Schritte dann mitnehmen, Aufbau und Inbetriebnahme und sowas. Das steht aber noch nicht ganz fest. Mal sehen. Und wie ihr vielleicht in der Qualität seht, das müsste das erste Video sein, was ich mit meinem neuen Handy aufgenommen habe. Mit dem S7 Edge. Ich nehme das gerade in Quad HD oder Ultra HD. Das Höchste, was geht, auf jeden Fall auf. Und versucht das auch natürlich dann so zu verarbeiten und nach auf YouTube hochzuladen. Ob das dann so funktioniert, werden wir sehen. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Das Paket hat nur vorne den Hermes-Aufkleber drauf, sonst nichts. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal auf. Ach ja, bestellt habe ich den 3D-Drucker selbst. Da gibt es ja auch mehrere Versionen von Anet. Ich habe aber den A6 genommen, weil ich den von ein paar Funktionen her besser fand. Der eine hat einen Vorteil. Es gibt zwischen Anet A6 und A8 mehrere Unterschiede. Der eine hat das als Vorteil, der andere das als Nachteil, je nachdem. Ich habe auf jeden Fall mich für den entschieden und einen Auto-Leveling-Sensor, den ich hoffentlich auch mit dabei habe hier. Ja, hab nur schnell geguckt, ob das Video läuft, weil ein Unboxing zweimal drehen geht nicht. So. Dann, ich sehe, da drunter ist noch eine Verpackung. Also, es ist so, wie ich es vermutet habe. Hier, wie ihr seht, ist da noch was. Ich schätze mal, dass das eine Umverpackung ist, die von Hermes gemacht wurde, weil da nur ein Hermes-Aufkleber drauf ist. Oder es wurde von der Firma gemacht. Von Gearbest, also bei Gearbest habe ich das bestellt. Normalerweise kam es anscheinend aus China, wurde dann nach Europa gebracht. Wahrscheinlich von denen verzollt. Gehe ich mal von aus, weil sonst hätte ich ja Zoll zahlen müssen. Und dann nochmal neu verpackt. Deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, weil, ja, als Versandadresse stand da ein Absender aus Düsseldorf dran. Von Hermes. Also muss das irgendwie neu verpackt worden sein. Ja. Oh. Jetzt fällt das Messer fast raus, weg hier. Mal gucken. Da haben wir's. So. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Name draufsteht, irgendwo. Nee. Da steht nichts mehr drauf. Ich habe so die Befürchtung, dass sie meinen Auto-Leveling-Sensor vergessen haben. Naja. Hier drauf, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die Kamera ist so weit oben. Ist nur, ja, vom Licht her ist es auch nicht so schön. Naja. Ja, irgendwelche chinesischen Zeichen, keine Ahnung. Und dann ist das der Black EU-Plug, Made in China. Ja, ein paar Zeichen wieder und fertig. Ich könnte vielleicht versuchen, das Licht ein bisschen umzustellen. Moment. Vielleicht mit Glück sieht man jetzt ein bisschen mehr, weiß ich nicht genau. So. Dann geht's weiter.
das meiste schon auf dem. Dann haben wir hier. So. Ja, ich liebe ja dieses Styropor, ne? Ich hasse es. Also, ich liebe es nicht, ich hasse es. So, hier haben wir, glaube ich, die Rechnung. Genau, da steht die Rechnung. Da steht aber auch, dass der Auto-Leveling-Sensor drin ist. Also müsste der eigentlich mit dabei sein. Ja, liege ich hier auf dem Boden. So, mal sehen, was wir jetzt hier drin haben. Styroporplatte. Und dann fängt es auch schon an mit Teilen vom 3D-Drucker. Ja, der ist aus Acrylglas, der Rahmen. Das ist nur eine Schutzfolie, die da drauf ist. Weiß ich noch nicht, ob ich den drauf lasse oder nicht. Aber hier sieht man, wurde der Auto-Leveling-Sensor reingequetscht. Das ist der hier. Der ist dafür da, um die Z-Achse so einzustellen, dass die auf allen Stellen von der vom Printing-Bed, weiß nicht, wie es heißt, von der Druckplatte, gleich hoch ist. Aber ich habe da noch nicht so viel Ahnung von, also nicht zu viel erwarten jetzt. Ich muss mir selbst noch alles da angucken, wie das funktioniert. So, wie kriege ich das jetzt raus? So, boah. Wiegt mehr als gedacht, diese Motoren. Oh, heftig. Also so ein Motor wiegt ganz schön viel. Das ist dann nicht gut, wenn der hier runterfällt. Ich packe das erstmal alles auf den Boden, weil mein Tisch leider so klein ist. Ja, der ist so schwer, der Motor, dass der hier durchgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das ist der Boden durchgebrochen einfach. Ja, hier haben wir das Halsbett. Oder den Rahmen davon, hier drunter das Halsbett. Das leider ein paar Macken hat von den Schrauben hier. Alle möglichen Kabel, Display. Ein gratis Werkzeug, so ein Kabelknipser, Kabelbinderknipser. Ja, Anschlusskabel, dann nehme ich aber auch ein anderes, weil das ist mir zu dünn. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich versuche das mal, die Kamera zu bekommen. Das ist, finde ich, sehr dünn. Ja, Licht ist jetzt schwierig anzubekommen. Ja. Egal. So. Oh, jetzt habe ich die Kamera verstellt. Einen Moment. So. Ja, da werde ich wahrscheinlich ein anderes nehmen. Hier haben wir auch noch Werkzeug. Ein Schraubendreher einfach. Ja. Eine Teilübersicht machen wir gleich, wenn ich alles raus habe. Schon die beiden Styroporverpackungen, die alle so ein bisschen kaputt gegangen sind. Kommt das zur Seite. Und dann machen wir jetzt eine Übersicht von den Teilen. Na, komm schon. Hier haben wir schon mal zwei Motoren. Ich weiß nicht, bis wo die Kamera geht. Ja, ist alles zu sehen. Sind auch verschieden beschriftet mit X, Y, Z Motor und so weiter. Ist alle mit dem Styroporzeugs voll. Hier ist schon das gerade eben angesprochene Werkzeug. Hier ist der Auto-Leveling-Sensor. Ja, die Halterung fürs
Heizbett. Das Heizbett selber, was hier leider Transportschaden erlitten hat. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Da sind so zwei Kratzer. Die sind leider natürlich noch genau auf der Seite, wo drauf gedruckt wird, weil die Seite wird nicht gedruckt. Das ist ärgerlich. Aber kann man nicht ändern. Ja. Dann ein Datenkabel, USB-Kabel einfach zum Anschließen. Hier, wie gesagt, unser Stromkabel. Dann haben wir hier irgendwelche Klemmen, ich weiß nicht, man sie die nennen soll. Ja, auch aus dem 3D-Drucker kommen, die gehe ich mal von aus. Die sind aus Acrylglas gefräst. Aus Acrylglas gefräst. Fräst. Ein Lüfter, der ist bestimmt auch nicht so gut, aber ja. Anschlusskabel. Noch mehr Anschlusskabel. Ne, das sind die Endstops. Dann hier. Das, die komplette ja, X-Achse sozusagen. X oder Y, das müsste die X-Achse sein. Mit dem Hotend hier unten. Auch wenn ihr jetzt nicht alles so genau seht, ist egal. Ich mach dazu ja noch Videos. Für den, ich weiß nicht, wie es heißt, Extruder. Nee, für den. Für das Ding, was das Film mit reinzieht. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wieder ein bisschen Gratis-Werkzeug. Dann haben wir wieder so ein paar kleine Halterungen. Wofür die genau sind, werde ich sehen, wenn ich den zusammenbaue. Ein 3D gedrucktes Teil, was ziemlich schlecht 3D gedruckt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da drin ist das so krüsselig irgendwie. Naja, das ist für die Kühlung für das Hotend. Das werde ich aber auch ein neues, ein eigenes machen. Ja, hier ist ein USB-Stick mit der SD-Karte drin. Da sind ein paar Beispielprogramme, Beispielprints, Designs drauf. Und ich glaube auch eine Anleitung und die Programme zum Drucken selbst, also Cura oder die anderen habe ich vergessen, wie die heißen, aber die sind auch hierbei. Hier haben wir die ganzen Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben. Ein ganzer Pack voll. Dann als nächstes haben wir das Mainboard. Ja, könnt ihr sehen, ja. Dann das Display mit Anschlussstellen und Anschlusskabeln. Hier haben wir schön, ich weiß nicht, Kabelkanal nennt sich das nicht. Das ist halt das, wo man Kabel verstecken kann, damit die nicht so schlecht aussehen. Hier haben wir die beiden Z-Achsen-Halterungen. Ich weiß nicht, wie man die sonst nennen soll. Die X-Achse aber auch halten. Die sind auch aus Acrylglas. Hier haben wir das. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Diesen Zahnriemen, genau. Also Zahnriemen wäre es beim Auto, hier ist einfach nur ein Riemen einfach. Der hat zwar auch kleine Zähne drin, aber ja. Der ist auch für die, lass mich überlegen, Y-Achse ist der. Und für die X-Achse. Müsste der eigentlich auch sein. Weiß ich nicht. Werde ich sehen, wenn ich ihn aufbaue. Dann haben wir ein paar Aluminiumblöcke. Wofür die sind, weiß ich gerade nicht. Werde ich aber dann auch sehen. Wieder ein paar Anschlusskabel. Das steht sogar drauf, wofür die sind. Fürs Heizbett. Ja, fürs Heizbett, die Anschlüsse.
Dann, ups. Als nächstes müsste hier dann das Netzteil sein. Ich mach das mal auf. Ja, hier ist das Netzteil drin. Zehn, 220 Volt muss man auswählen am Schalter, was für eine Spannung man hat, Versorgungsspannung. Hier unten kommen die Anschlüsse dran, das kriege ich zum Glück hin, weil ich ja Elektroniker für Betriebstechnik lerne. Und ja, hoffentlich ist da irgendwo eine Anleitung. Ich weiß nicht, wo welcher Anschluss dran kommt. Ist nämlich leider nicht beschriftet. Aber das könnte sonst auch eine Anleitung im Internet sein. Hier ist ein Siegel, dass das nicht aufgemacht wurde. Ja. 20 Ampere Netzteil für 12 Volt. Mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Das soll nicht so gut sein angeblich. Da muss ich überlegen, ob ich das upgrade. Mal sehen. Ich muss ja auch noch Sachen upgraden, die gegen Brandschutz sind. Weil mein Drucker lässt man ja auch mal drucken, wenn man vielleicht gerade nicht im Raum ist. Dann, was ich ziemlich cool fand, das war nämlich, glaube ich, beim Anet A8 nicht dabei. Beim A6 ist es aber dabei, Filament. Also in diesem Fall weiß. Das ist anscheinend immer unterschiedlich, ob es weiß oder eine andere Farbe hat. Das sollten 1,75 mm sein, PLA-Filament. Weiß, mit einer Print-Temperatur von 190 bis 220 Grad. Das kriegt man einfach auch noch dazu. Wie das gratis Werkzeug, einfach gratis Filament. Dann haben wir die ganzen Stangen und Gewinde. Haben wir hier. Und jetzt langsam ist der Tisch auch schon voll. Ja. Das packe ich jetzt nicht alles aus. Hier haben wir einfach, das müsst ihr so erkennen, den ganzen Rahmen, die aus Acryl, ausgefrästen Acryl. Ganzen Rahmen und verschiedene Halterungen. Ja, das war es eigentlich auch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Unboxing jetzt. Und ich hoffe natürlich dann auch, dass ihr in den nächsten Videos, das werden bestimmt einige werden, vom Zusammenbau, mit dabei sein werdet. Und bis dahin würde ich sagen, war es das von mir. Euer RC Tronic.